Ich habe so das Gefühl, dass es diese Typen noch gibt. Das ist ein Seil. Warum habe ich das Gefühl, dass ich dieses Seil brauche? Das kann man nehmen. Ich habe dieses miese Gefühl, dass ich dieses Seil brauche. Zwei Signalpatronen. So, wir fangen an, hoffnungslos überladen zu sein, was nicht mehr so gut ist. Was lasse ich da? Ah, definitiv nicht hier unten. Oh Gott, bin ich langsam. Wir haben erst einen Teil der Bude durchsucht. Wir müssen ja noch hoch. Oh fuck. Ich will die Sachen wenigstens hochbringen, wisst ihr, so dass ich dann oben entscheiden kann, was ich liegen lasse. Gewehr bleibt auf jeden Fall in meiner Hand. Die Taschenlampe wäre auf jeden Fall eine interessante Option. Die mal auszuprobieren gegen Wildtiere und vor allem, wie das dann aussieht. Na, das heißt, dass der Geomagnetismus. Also, ich meine, was da passiert, ist wahrscheinlich Induktion. Induktion bedeutet, dass Strom einfach durch Magnetfelder zum Fließen gebracht wird. Das ist ein ganz, ganz normales Phänomen, das kennt ihr vielleicht von eurem Herd. Das Interessante ist bloß, dass es hier anscheinend halt mit allen möglichen elektrischen Geräten passiert. Und so auch eventuell mit einer Taschenlampe. Gott, wie wir schnaufen. Ey, ganz im Ernst, warum hat das gerade so geklingelt? Und dann ist nichts, wenn ich oben bin, wisst ihr? Dann ist nichts. Das sind so Dinge, die machen mich total kirre. Was kann ich denn da lassen? Ich lasse mal die Hälfte davon da. Dann. Oh Gott, wie viel da habe ich denn davon dabei? Die wiegen ja sau viel. Das muss ich ja echt nicht alles mit mir rumschleppen. Die Dinger wiegen aber auch ganz schön viel. Ist auch ein Kilo allein an Wasser. Aquapur-Tabletten, ne? 1,4, 1,4. Ja, okay, die sind viel besser als die, die ich habe. Dann kann ich die Kollegen mal ablegen. Und wir sollten mal gucken, dass wir wieder gewichtlos werden. Wir haben auch einfach zu viel Wasser dabei, ne? Okay, ich lege jetzt das Ding mal ab, dass ich noch rumlaufen kann. Dann lege ich das hier ab, damit ich rumlaufen kann. Wir haben noch mal ein bisschen Munition, die werden wir jetzt gleich laden. Den Rest brauchen wir aber. Ich sehe nicht, wie ich den Rest jetzt hier nicht brauchen könnte. Und zwar dringend. Okay, hoch auf den Speicher. Hier gleich mal mehrere Räume. Nett. Could end up being useful. Nö. Das wird nicht nützlich sein. Cargo-Hose. Die muss ich mir anschauen. Und eventuell reparieren. Die Cargo-Hose könnte besser sein als die Hose, die ich trage. Wenn sie voll repariert ist. Aha. Wir haben sie aber so den Rest zusammengeschmissen, so wie es aussieht. Und sich eine Burg gebaut. Ein Bettchen. Halt, Moment. Da ist eine Schublade. Das Näs hätte nämlich auf jeden Fall mal an mich.
Jetzt kommt die letzte Kemenate. Das war wohl mal was zum Baden. Ein Badezimmer. Was ist denn das da drin? Verband. Oh ja, warum nicht? So, Moment. Jetzt müssen wir mal gucken. Kann ich das Ding hier sofort reparieren? Cargohose 0309. Ach, ich habe schon eine Cargohose. Aber was trage ich denn sonst? Arbeitshose. Cargohose. Aber die Arbeitshose hat halt einen besseren Wasser, eine bessere Wasserabweisung. Ja, dann behalte ich die Arbeitshose. So viel dazu. Und ansonsten kann ich, glaube ich, hier nicht mehr viel machen. Ich glaube, ich habe jetzt das hier weitgehend durchsucht. Ich könnte jetzt höchstens mich hier noch ausruhen, aber wozu? Wir gehen runter. Ich verstehe immer noch nicht, warum das geklingelt hat. Mich macht das immer noch fertig. Klingelt das einfach so. Da drüben ist noch eine Tür nach hinten raus. Die checken wir jetzt mal. Gewehr. Bei Schusswaffen ist Vorsicht geboten. Der Zustand eines Gewehrs beeinflusst seine Zuverlässigkeit. Nutze einen Gewehrputzset, um deine Waffe zu pflegen, damit sie dir immer gute Dienste leistet. Schließlich soll sie nicht blockieren, wenn du sie gerade dringend brauchst. Ja, das ist absolut richtig. Tagebuch. Wissen. Okay. Das ist auch noch ein Auto. Und Hagebutten. Warte mal, da drüben scheine ich, glaube ich, das Seil benutzen zu können, oder? Das möchte ich kurz mal verifizieren. Ja, das ist ein Seilabstieg. Um eine Abkürzung nach unten zu haben. Dann werden wir das da mal dran befestigen. Ob ich gehe hier rum. Ich möchte das Auto checken. Es sind sogar zwei Autos. So viel zum Thema Naturschützer. Gehässige Aussage, ich weiß. Das ist auch eine lächerliche Aussage. Das, natürlich müssen die auch Auto fahren. Ah, Beef Jerky. So. Nee, da kann ich nicht lang. Da ging's einfach nicht weiter. Hier ist nix und da drin auch nix. Okay. Gut, die Autos sind gecheckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da hinten. Also, dass dieses Gebiet noch irgendetwas parat hat. Aber ich weiß nicht was. Ich finde es übrigens auch cool. Guckt mal. Am Anfang zielt man noch einigermaßen gerade. Und umso länger man zielt, desto mehr schwankt er. Wie in echt. Weil es halt immer schwerer wird, das Gewehr zu halten. Ne? So ein Gewehr ist halt auch nicht leicht. Ne? Du bleibst ja auch nicht ewig stehen und zielen. Sondern nee, man zielt. Und innerhalb der nächsten 1-2 Sekunden sollte man dann halt schießen. So, dann holen wir mal das Seil. Jetzt sind wir wieder richtig lästig langweilig. RLL. Langweilig, ne. Langsam. What the hell, was sag ich denn da? Und warum hat das Dinge geklingelt? Dinge, die ich immer noch unheimlich finde. Ach shit. Jetzt muss ich natürlich auch erstmal in die andere Richtung laufen. Lauf. Dann können wir... Nee, runterklettern können wir ja gar nicht. Wir können ja nur klettern, wenn wir nicht mehr als 30 Kilo haben. Wie soll ich diese Entscheidung denn nur treffen?
Sie ist unmenschlich, Hinterland. Aber auch realistisch. Ah, jetzt sind wir schnell. Gehen kurz den Berg runter und auf einmal sind wir schnell und haben ein bisschen Speed aufgenommen. Aber Hauptsache, wir haben dann hier diese Kletteroption. Ich muss allerdings jetzt gleich nochmal lesen, wo ich noch hin muss. So. Ja, zu überladen zum Klettern, wundert mich nicht. Ich gehe mal hier in die Hocke. Oh, warte mal. Da, Vorratsversteck der Waldflüsterer. Ah, okay. Hast du mein Gewehr repariert? Kehre zu Jeremiah zurück. Ah, okay. Und jetzt können wir noch das Vorratsversteck von denen checken. Okay, wir sind also fertig hier. Haben bloß 18 scheiß Kilo zu viel auf dem Buckel. Unter anderem wegen dem Bolzenschneider. Also wir könnten jetzt den schnellen Weg mit dem Klettern nehmen. Aber der schnelle Weg mit dem Klettern ist halt aber auch der Weg, bei dem wir unglaublich viel zurücklassen müssen. So. Aber daher ich jetzt nicht unbedingt auf so einen Wolf schießen muss, damit er stirbt. Ich sehe das momentan einfach nicht, ne? Wir haben die Geschichte mit dem Bär gehört. Die Geschichte mit dem Bär ist für mich ausreichend zu sagen, nein, Kugeln gehören in Bären. Flares gehören in Wölfe. Das ist so momentan so die Logik, die ich mir aufbaue. Da hinten scheint aber auch keine weitere Höhle oder sowas zu sein. Einfach nur ein wolfsverseuchter Weiher. Der sicherlich mal echt schön war. Huch. Da liegt echt eine Signalpatrone rum. Habe ich die etwa verballert und ich kann die wieder einsammeln? Das wäre ja mal schräg. I think I can use this. 100% Zustand. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich kann die Dinger wieder einsammeln und wieder benutzen. Das muss doch ein Bug. Das muss doch ein Bug sein. Also das ist ja mal schräg. Moment, ich gehe jetzt mal runter. Ich habe ja noch mehr von den Dingern verballert, ne? Also ich meine, was ist denn das da hinten? Ach ne, nur ein umgekippter Baum. Also ich könnte mir das... Oder möchte ich das sogar? Es gibt hier einiges, was ich noch anschauen kann. Und eigentlich möchte ich es auch anschauen. Wir gehen kurz mal dahin. Nur ganz kurz. Bevor wir uns auf dem Weg wieder nach unten machen. Ich will ja nur wissen, was da hinten so ist. Ihr seht schon, ich werde mutiger. Da ist ein Kadaver. Aber für den interessiere ich mich gar nicht. Ich interessiere mich nur dafür, was es für ein Kadaver ist. Und was hier sonst noch so rumliegt. Eine Höhle. Was ist denn das für eine Höhle? Pure Neugier. Und Todesmut. Pure Neugier mit Todesmut führt mich herüber. Ist das eine Bärenhöhle? Nö. Scheint eine Standardhöhle zu sein. Wie man sie bei Amazon bestellen kann. Nein, Spaß.
Ja, und die scheint wirklich eine Standardhöhle zu sein, oder? Ja, mit Holz drin, aber sie haben. Es ist immerhin Holz drin. Wenn man eine Höhle braucht, die warm ist, diese könnte es sein. Und ja, ich sehe, ich habe jetzt wieder 16 Flare-Geschosse. Was kurios anmutet, denn eigentlich, so wie es aussieht, konnten wir die Dinger wieder einsammeln, nachdem sie ausgebrannt waren. Und das ist definitiv ein Bug. Das kann nicht so gewollt sein. Das hier schreit doch geradezu danach, dass da theoretisch ein Seil runter könnte, oder? Gut, es kommt trotzdem kein Seil runter, auch wenn es danach geschrien wird. Es kommt einfach keins. Es weigert sich das Seil. Wir können nicht rennen. Wir sind einfach so dermaßen überladen. Das ist ärgerlich. Falsch. Man kann nicht auf jedem von diesen Dingern laufen. Manche davon sind einfach von ihrer grundlegenden Struktur ein bisschen unhandlich. Diese Baumstämmchen. Ich muss die nehmen, die nicht so viele Äste haben. Topsasa. Also gut. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum... Ah, wie heißt dieses Teil? Diese Reparaturwerkstatt halt gerade eben, ne? Und wenn wir das gemacht haben, dann werde ich auch meine Aufnahmesession beenden. Das wird dann wahrscheinlich in 3 bis 4 Minuten sein. Mal gucken, was uns unterwegs noch passiert. Und vor allem, ob wir nochmal da unten, das möchte ich auf jeden Fall in dieser Folge noch checken, dann auch nochmal die Flaregun-Munition noch rumliegt. Und ob wir die dann auch einsammeln können. Also das wäre ja schon ziemlich krass, wenn das ginge. Das wäre ziemlich heftig. Die Frage ist natürlich von mir an euch, wenn sich das jetzt da unten nochmal bestätigt, dass die dann auch da rumliegen, habt ihr das schon gewusst? Und wenn ja, wie lange ist dieser Bug eventuell schon bekannt? Und habt ihr ihn eventuell sogar schon gemeldet? Könnte ja tatsächlich sogar theoretisch sein, dass den noch keiner entdeckt hat. Ich meine, wer schießt schon mit einer Flaregun in diesem Spiel und kommt später exakt an demselben Punkt wieder zurück und stellt fest, hey, ich kann das einsammeln. Und ich kann das Ding wieder schießen. Das sind so gleich 3 Faktoren, die zueinander kommen müssen. Erstens der Ort, dann die Neugier, das Ding wieder aufzuheben. Ich meine, ausgebrannte Flares sind ja auch ausgebrannt. Da machst du ja nichts mehr mit. Und dann auch nur die Tatsache, dass man bemerkt, scheiße, ich kann tatsächlich das Ding wieder abfeuern. Was für ein Zufall, wenn das jetzt hier gleich nochmal zweimal da unten steht. Weil da unten habe ich auch zweimal geschossen. Open the door. Es fliegt mir ins Gesicht, das Teil. Genauso wie der Wind. Boah, schlepp, schlepp. Wie ich Gegenwind liebe. Da kommt uns nochmal so ein Wapiti entgegen. So richtig majestätisch. Und jetzt rennen sie weg. Nicht mehr ganz majestätisch. Boah, die Gegend sieht einfach fantastisch aus. Das Gebiet ist gar nicht so groß, aber es fühlt sich groß an. Und das macht irgendwie wirklich schon sehr, sehr viel von der Atmosphäre aus. Und wir haben noch nicht mal alles von dem Gebiet übrigens gesehen, ne? Der frisst ein Häschen. Soll er doch.
Der hat uns gehört, der Mistkerl. Die baggen rum. Oh, ich will jetzt nicht scharf auf den schießen müssen. Das wird mich jetzt voll nerven. Ich werde nicht scharf auf den schießen. Ich werde wieder so eine Flare auf ihn abfeuern. Wenn er mir zu nahe kommt. Blödes Vieh, geh doch weg. Wölfe, die Nervensägen der Natur. Kann man zumindest den Eindruck gewinnen, ne? Wenn man dieses Spiel hier spielt. Und sonst keine Ahnung von Wölfen hat und denkt quasi, ja, ja, die sind ja wirklich wahrscheinlich exakt genauso. Ja, vielleicht werden wir ihn sogar los. Noch knurrt er. Aber wenn wir da jetzt reinkommen. Das Vorratsversteck muss irgendwo da drüben sein. Ja, wir schütteln den Wolf, so wie es aussieht, ab. Boah, oder auch nicht. Das ist uns ordentlich hinterhergerannt. Naja, wenn wir jetzt da reingehen, sollte es vorbei sein. So, liegt jetzt hier irgendwo diese Patrone noch rum? Na, ich glaube hier nicht mehr. Wo geht der jetzt hin? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Liegt da draußen jetzt noch diese Flare-Munition rum? Kommt der her oder geht der? Der scheint zu gehen. Okay, also wenn, dann müsste er hier irgendwo rumliegen. Okay, das scheint Zufall gewesen zu sein. Weil die müsste ja hier irgendwo rumliegen. Oder wir waren einfach zu weit weg. Wow! Ach du blödes Arschvieh! Hau doch ab, ey! Ohne Witz! Voll eine draufbrezeln! Ach, come on, ey! Kommt der auf einmal einfach so an, wisst ihr? Ja, das hast du jetzt verdient. Schwarzes Blut. So ein Fiesling ist das also. Keine Leiden, okay. Der wird's nicht überstehen. So, liebe Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Der Mörbsch, der speichert jetzt an dieser Stelle, indem er einfach mal eine Runde hier knackt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, macht's gut, tschüss und ade.